So, Freunde, hallo und herzlich willkommen zu Folge 12 von Let's Play Minecraft. Der Trader ist noch da hinten. Ich habe gerade ein bisschen Scheiß aus meinem Inventar rausgeworfen hier, dass wir mal ein bisschen mehr Platz haben wieder. Weil ich will ja gerne ein bisschen Scheiß hier mitnehmen. Ich würde den Kollegen hier gerne einen auswischen. Ich habe die Kettenrüstung übrigens wieder weggeworfen. So. Weil, wenn ich später eine Monsterfarm baue, die mit XP-Grinder ist wahrscheinlich, dann wird sich das erübrigen mit, Oh fuck, das war nicht so schlau. Moment. Wow. Ja, super geklappt. Wird sich das erübrigen mit, dass ich hier... Weil ich stelle immer ganz gerne die ganzen Rüstungen und so weiter aus. In meinem... Ich wollte das Zombiefleisch eigentlich gar nicht haben. Nein. Ach. Ich drücke hier irgendwie alle Knöpfe, ne? So. So, könnte ich mal ganz kurz jetzt den Trader besuchen, weil ich habe ja hier jetzt in der letzten Folge, wo ist er dann hin? Da ist er. Hier sind aber lauter Creeper. Das ist jetzt ungünstig. Oh Gott, er verfolgt mich. Huh. Wie jetzt? Okay. Da ist noch einer. Nein! Okay, ich hoffe, wir sind keine weiteren mehr. Mal kurz gucken, was der Kollege im Angebot hat. Grey Dye. Brown Dye. Blue Eyes. Das ist nicht schlecht, Kollege. Sonst nix. Okay. Soll ich ein bisschen Blue Eyes kaufen? Nee, weißt du, komm, wir behalten unsere Emeralds. Aber das ist echt interessant. Das ist das erste Mal, dass ich so einen gesehen habe. Das ist echt nicht schlecht. Also Brown Dye, ich meine, da muss ich echt nicht jetzt unbedingt hierfür kaufen. Wir haben ja einen Dschungel in der Nähe, da kann man sich ja ganz gut ein paar hier so Dinger mitnehmen. Haben wir hier noch irgendwo ein paar? Nee. Aber hier waren, glaube ich, auch Melonen, oder? Waren hier nicht Melonen gerade? Doch, da sind Melonen. Cool, okay. Hä? Wieso brennst du denn nicht? Da gibt einem den Hunger-Debuff. Okay. Ich laufe mal langsam los hier und sammle mal ein paar Kakteen ein. Schon so um einen Stack rum würde ich gerne haben. Ich mache die mal gerade hier, ne? Na komm, das eine Ei kann ich dann auch hier liegen lassen eigentlich. So, und die Zuckerrohre packe ich auch gerade mal mit in meine Tasche ein. So. Es geht nicht wirklich schneller. Es geht, glaube ich, auch nicht wirklich schneller. Okay, dann machen wir halt einfach so. Wir sind zwar primär für Sand hergekommen, aber einen Stack Kakteen nehme ich ganz gerne mit, weil dann können wir uns eine relativ effiziente Bone Meal Farm basteln mit Kakteen. Das war, glaube ich, relativ gefährlich. Na, da ist Eisen. Aber gut, egal. Wir haben sogar, Alter, wir haben mehr als einen halben Stack Eisen gefunden, gerade einfach in Piratenschiffen. Und jetzt kann ich mir eine AFK-Fischfarm basteln, weil ich jetzt weiß, wie man die, die Slabs macht, warum auch immer. Das ist wahrscheinlich einfach, weil das geändert wurde, wie die Slabs hergestellt werden, weil es jetzt auch normale Stone Slabs gibt. Ich nehme einfach mal an, dass es nicht Inkompetenz war, sondern einfach was die geändert haben im letzten Update. So. Ich hoffe einfach, dass es so ist. So. Und dann... Was wollte ich denn gerade sagen? Ach so, genau. Und dann kriegen wir ganz gut Fische. Und mit Fischen kann man den Delfinen Fische anbieten. Und dann zeigen die einem den nächstgelegenen Schatz in der Nähe.
Das ist ganz geil eigentlich, finde ich. Weil dann kann man halt ohne hier diese blöden Treasure Maps da die Schätze finden. Muss ich da keinen Kopf drum machen, wie man das am besten findet. Und das ist doch ganz gut. So, das Schiff haben wir auch schon explored hier. So, noch ein paar Stück und dann sollten wir einen ganzen Stack haben. So, hier ist noch einer. So, und dann noch vier und dann sind wir soweit. Und dann müssen wir nur noch ein bisschen Sand sammeln. So. Ach, ups, okay, Moment. Mal so und dann packe ich den hier wieder ein. Dann erstmal ein bisschen was in eine Birne hauen. Wo ist denn mein Bötchen? Mein Bötchen? Das ist hier, okay. Dann mache ich einfach mal hier, wie viele Stacks, wie viele Plätze haben wir dann? Drei. Ja gut, da wird mir wahrscheinlich die Schaufel vorher abkacken, aber... Ich mache einfach mal, soweit die Schaufel es zulässt, wa? Ich kann ja auch dann mal hier so lange das hier aus meinem Inventar rausnehmen. Solange wir den Platz nicht unbedingt brauchen. Da ist ein Delfin. Siehst du, wenn ich jetzt einen Fisch hätte, könnte ich den dem Delfin andrehen und dann würde der mir den Weg zeigen. Wahrscheinlich würde er mich aber zu dem Schiff da zeigen und dann, das bringt mir natürlich auch nichts, aber naja. Ich meine, oh Gott, hi. Oh Gott. Pff, Junge. Das ist natürlich ungeil. Boah, Alter. Das finde ich jetzt gar nicht witzig irgendwie, aber okay. Okay, die Musik kommt natürlich ein bisschen spät, aber okay. Hi, Zombie-Mann. Ja, gut. Ich springe jetzt nicht ins Wasser, weil beim letzten Mal habe ich mir nur wehgetan dabei. Ja, ein bisschen Sand schadet ja eh nicht, weil wenn wir die Kakteen pflanzen wollen, brauchen wir natürlich auch Sand. So. Wir haben... Ich mache mal zwei ganze Stacks zumindest. Dann haben wir einen Stack Glas und einen Stack Sand für die Kakteen. So, mal kurz was phrasen und dann ab nach Hause. Oh, das kann man ja auch nochmal ganz gut einpacken hier. Von, ist hier irgendwo eine Gravel-Ding runtergefallen oder sowas? Oder wieso sind hier lauter so Dinge? Holy shit, hi. Da waren wir schon. Ich glaube, da waren wir schon, ja. Egal, wir fahren jetzt einfach an allem vorbei. Ich habe erstens keinen Inventarplatz und zweitens keinen Bock auf weitere Schiffe. Oder sollen wir mal gucken? Ich glaube, da war ich schon. Relativ sicher. Ach komm, weißt du was? Ich guck mal. Was kann denn passieren? Ich glaube aber, da waren wir schon drinne. Relativ. Doch, da ist das Umgestürzte. Okay, da waren wir schon. Da waren wir schon. Da, da. Ach, scheiße, mein Getränk ist leer. Das geht ja gar nicht. Das ist aber echt schön, dass ich hier so einen Fluss habe, der im Endeffekt... fast bis zum Dorf geht und dann an meinem zukünftigen Haus vorbei bis ins Meer. Das ist doch mega geil. Oh, ey, ohne Witz, ich liebe die Minecraft-Weltgeneration. Also, wie, Generierung? Generation? Ja, egal, ihr wisst, was ich meine. Ich liebe das einfach. Es ist einfach geil. Dun, 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 dun. Es ist einfach geil. So. Da sind wir dann auch wieder zurück. Und dann können wir uns mal eine gute Kaktus- und Zuckerrohrfarm anlegen. Zuckerrohr habe ich jetzt auch ein bisschen gefunden.
So. Kurz eine Runde driften und raus. Gut. Da sind wir. Ich glaube, der Blast Furnace kann aber kein Glas schmelzen, ne? Das heißt, wir nehmen uns hier gerade mal. Lag. Wir nehmen uns hier gerade mal eine Portion Kohle raus und packen hier mal ein Ding mit Sand rein. Die ganzen Suspicious Stews tue ich mal hier hin. Die Stews. Ja, Treasure Maps. Ich weiß nicht, ob ich die überhaupt jemals benutzen werde. Ich nehme mal gerade hier eine Kiste für Wertsachen. Die kann ich ja mal hier in die Ecke packen. Und dann packen wir mal den ganzen... Moment, ich räume erstmal den Kram aus meinem Inventar raus, den ich jetzt gerade habe. So. Da tue ich nur die Refined-Dinger rein, also solche Sachen. Ich tue die ungeschmolzenen Erze da jetzt erstmal nicht rein. Nee, das bleibt hier. Gut. So, das war's, glaube ich. So. Gut, wir packen auch mal gerade eben das Bett in die Bude rein. Aua! So. You can only sleep at night. Ja, sehr schön. So, weißt du, dann können wir ja mal anfangen und können mal hier zumindest ein paar Fenster reinhacken. So. Kann ich jetzt vielleicht? Danke. Ja, da sind wir wieder zu Hause, Freunde. Das ist doch schön hier. So, und dann können den ganzen anderen Scheiß hier irgendwo loswerden. Mal gucken. Hier haben wir noch 12 davon. Ich nehme mal gerade hier das... Wobei, das kann ich noch nicht wirklich, ne? Ich kann aber... Was ich machen kann, ist das einfach hier unten an... Da zum Beispiel hinpflanzen, dass es zumindest schon mal wächst ein bisschen. So. Ich will ehrlich gesagt noch nicht unbedingt so viele Pistons jetzt verbrauchen. So, da hätten wir das. Ja, kurz das Phrasen wieder. Auf den freien Mann. So. Ja, das hier müssen wir auch... Oh, ups. Das müssen wir auch beheben. Den Kollegen tue ich mal hier rein. Oh, ich finde es irgendwie übelst geil, dass wir jetzt so viele neue Blöcke haben hier, die man benutzen kann. Das ist echt schön. So. Dann packen wir mal hier die Fensterblöcke drauf. Na komm. Und da. Und hier. Und dann sollten wir eigentlich schon fast relativ sicher sein hier, wenn wir hier noch den hier reinhauen und dann habe ich noch eine Tür irgendwo zufällig rumfliegen. Ja. Hier. Dann machen wir den kleinen Trick. Das war nicht richtig. Und zwar, Zombies in Hard Mode greifen... Wieso? Ich glaube, ich muss vielleicht weiter draußen stehen, ne? So vielleicht? Ja. Zombies in Hard Mode greifen Türen an, die nicht... Wir sind gerade in Hard, ja. Die greifen Türen an, die geschlossen sind. Da die Tür aber so offen ist und so geschlossen, können sie die Tür nicht angreifen. Easy, Boys. So, dann kann ich hier auch mal eventuell noch mal kurz... Oh, hier war noch Holz. Doch, habe ich übersehen beim letzten Mal, natürlich. So, da kommen dann die beiden Dinger rein. Und dann tun wir mal hier... Das hier noch aufstecken. Da haben wir das. Und dann mache ich hier noch mal einmal... wo war das? Hier, ne? Wenn ich mich nicht irre. Ja. Gut. Dann könnte hier... Ach, da ist schon einer. Okay. Sehr gut. Und ich glaube, dann haue ich hier auch noch einen rein. Einfach nur wegen der Ästhetik. Sehr gut. Ja. Ich glaube, das gefällt mir so ganz gut. Und dann müsste ich mir überlegen, wo ich dann die verschiedenen Farmen hinpacken würde. Ich meine, hier würde ja ganz gut zum Beispiel die Kaktusfarm hinpassen. Ich mal kurz mein Inventar ein bisschen entklumpen hier. Hau mal ganz den Scheiß hier raus. So. Weil das Essen könnte man ja eventuell behalten.
Suspicious Stew, was macht die denn eigentlich? Die hat irgendwelche guten Nebeneffekte, ne? Ich sollte die vielleicht noch nicht unbedingt phrasen dann. Macht das mir Schaden? Nee, ne? Nee. 24 Iron Ore. Ach, das kommt dann hier rein. So. Gut. Wobei, weißt du was? Ich kann ja so lange ein paar Beeren fressen stattdessen. Gut. Dafür bräuchten wir dann ganz gut Holz eigentlich für eine Kaktusfarm, weil ich die ganz gerne immer mit hier Fence Gates baue. Haben wir noch Sticks irgendwo? Hier sind noch Sticks. Nehme ich mir mal gerade hier eine Runde Eisen. Und dann machen wir uns mal eine kleine Eisenaxt. Und dann gehen wir mal ein paar Birken fällen. Wow. Das ist echt ungünstig. Da sind ganz gut Birken. Weil Birken sind, wie gesagt, mein Lieblingsholz zum Fällen. Einfach weil die so gerade sind und kein Gegagel und nix. Keine Äste und Kram, der bei Eichen wächst. Deswegen sind die einfach zum schnell mal eben Fällen, sind Birken einfach die geilsten, wenn man mich fragt. Birken haben was. Sehen zwar nicht so geil aus zum Bauen in den meisten Fällen, aber ich finde, wenn es um Sachen geht, die man eh am Ende nicht wirklich sieht, dann lohnt sich Birkenholz. Zum Beispiel meine Monsterfarm in der letzten Dings habe ich komplett aus Birkenholz gebaut. Aus Birkenholz-Slabs. Einfach weil Birkenholz easy ist zum Fällen und mit einer guten Diamant-Axt kann man das ja ganz schön relativ schnell erledigen alles. So. Hangen wir das mal alles weg hier. Und darf nur nicht vergessen, die ganzen Saplings dann einzusammeln. Nicht, dass hier am Ende dann gar keine Birken mehr gibt. Da sind welche. So, dann hacken wir die hier auch noch weg. Guck, sowas. Das ist halt einfach ätzend zum Holzhacken. Das kann ich gar nicht leiden. Das kann ich gar nicht leiden. So. Sehr schön. Du kommst auch mit. Ich glaube, ich lasse es vielleicht bei einem Stack erstmal. Ah, komm. Noch ein bisschen. Ich weiß nicht wirklich, wie viel ich brauche, wenn ich ganz ehrlich sein soll. So. Ich meine, ich kriege ja da man vom Holzfällen jetzt Sticks bekommt, muss man auch nicht mehr so viele Sticks craften. Ich bin echt froh, dass sie nicht irgendwie gemacht haben, dass sie jetzt auch noch verschiedene Holzarten hier verschiedene Sticks machen und so weiter. Da könnte man ja dann gar nicht mehr durchblicken irgendwann, wie viel Inventar und Kram man braucht, weißt du? Das ist schön. Ist hier noch irgendwo was gedroppt? Hier droppt. Ja. Sieht, glaube ich, ganz okay aus. Wir haben sieben Setzlinge bekommen. Die kann ich dann einpflanzen auf der anderen Seite. So, ich nehme die ganzen Stöcke auch mal mit gerade. Die Stöcke. Weil die Stöcke können wir noch gebrauchen. So. Gut. Ich weiß nicht, ob die Bären mir irgendeinen schlechten Effekt geben können oder sowas. Aber bis jetzt haben sie es zumindest noch nicht getan. Und da hoffen wir einfach mal, dass er so bleibt. Ach so, wenn man die pflückt, dann können die wieder nachwachsen, glaube ich, ne? Das machen wir mal so gerade. Aua, 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 aua. So. Die Kleinen machen noch keinen Schaden. Okay. Guck, ich glaube, der da ist gerade nachgewachsen hier. Aua. Okay. So, das heißt, wir machen jetzt mal. Wir brauchen 64 für den ganzen Sand draufzustellen. Können 8 machen gerade. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall wesentlich mehr Sticks. So. 24.
Okay, wir werden auf jeden Fall wesentlich mehr noch brauchen. Huch. So. So, aber das ist ja erstmal eigentlich ganz okay jetzt. Dann muss ich kurz überlegen. Okay, wir nehmen mal den Sand gerade mal mit. Die hier kann ich draußen pflanzen dann. Die Kakteen nehme ich auch mal mit. Ich mache mal gerade ein paar Eimer noch. Wobei. Ich könnte. Ah, komm. Ne, wir brauchen nur einen. Da unten ist nämlich einer. Die Dinger kommen dann dahin. Den nehme ich mal gerade mit. Und dann machen wir uns mal. So. Noch einen Eimer. Und dann kommen die Dinger hier rein. Und die Musik ist nicht passend. So. Guck mal, jetzt kann ich hier nämlich wieder. Pack, pack, pack. Ey, das ist ja gar nicht so schlecht als anfängliche Essensquelle. So, machen wir das hier gerade weg. Hallo? So. Gut. Jetzt muss ich nur überlegen, wo ich das am besten hinpacke. Das ist, wir pflanzen gerade mal hier so ein paar Kollegen hin. So, ich glaube vielleicht. Ich will sie auch nicht zu nah. Ich brauche eine Schaufel übrigens. Die könnte ich mal machen erstmal. Weißt du was? Wir nehmen auch gerade mal hier. Wir nehmen auch gerade mal hier die Hopper mit. Habe ich noch Slabs irgendwo? Ich weiß gar nicht, ob ich Slabs brauche. Hier sind Slabs. Okay, Moment, erstmal kurz pennen. Alter, das sieht irgendwie merkwürdig aus, ne? Merkwürdig. Okay, wir machen gerade mal zwei hiervon. So, mach das hier wieder weg und dann. Oh, hier ist noch Essen. Dann hauen wir die Dinger mal wieder hier rein. So, ich nehme die nämlich nochmal mit gerade. Und gerade hier nochmal zwei Kisten. So. Das kann hier bleiben, das kann hier bleiben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, Freunde. Wenn wir hier unsere Kaktusfarm bauen. Weil die kann dann im Hintergrund weiterarbeiten, während wir an unserem Haus hier rummachen. Ich überlege noch, ob ich sie auf die Seite oder auf die Seite bauen soll. Und ja, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und bis dahin. Tschüss!